80. Geburtstag. Angelina Zeller! Absolut größter Leidenschaft. Elfriede Glatz! Oh, my God.
Thank you.
Thank you.
sein. Thank you.
Gut hoch! Thank you.
Vorne bin ich da. Gratulation, Staatsmeister. Wie geht's dir jetzt? Danke, ja, wir freuen uns so, dass das funktioniert hat heute. Natürlich, wir haben uns immer gedacht, ja, uns hat schon ein bisschen gewurmt, dass wir letztes Jahr ausgeschieden sind und dass das jetzt so funktioniert hat. Wir wollten es halt wirklich unbedingt. Die Vorrunde haben wir noch nicht so toll performt, aber dann haben wir gesagt, ja, egal, wir sind im Final Four, wir halten uns das auf und jetzt ist es einfach super, dass wir das durchgezogen haben. Dass du jetzt die drei Durchgänge hernimmst, die ersten zwei, es war ein bisschen Glück dabei, oder? Nein, Glück würde ich nicht sagen, es waren einfach Fehler auf beiden Seiten, aber sowas passiert in dem Finalspiel. Was einfach wahr ist, wir haben nie das Gefühl gehabt, wir hauen es jetzt weg, wir sind einfach von Kehr zu Kehr gegangen. Natürlich, wenn man gewinnt, ein bisschen Glück ist natürlich immer dabei, aber es war einfach auch unsere mentale Stärke. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wir machen das noch, egal was passiert, wir machen das noch. Es hat immer in der letzten Kehr, es hat ob sich das Spiel wieder dreht und also perfekt. Der wievielte Titel ist das jetzt für euch im Sommer? Ich glaube, es ist der 5. im Sommer und der 9. insgesamt, wenn ich richtig jetzt gerechnet habe. Ja. Nein, der 5. im Sommer auf jeden Fall, ja. Wie wird heute noch gefeiert? Ja, wir werden uns schon was gönnen, weil wir haben uns eigentlich alle vorsorglich zumindest morgen Vormittag freigenommen und das, ja, das feiern wir heute schon noch gescheit. Dann wünsche ich nochmal alles Gute, Gratulation und feiert's gescheit. Danke und danke, dass du mitgefilmt hast, das freut uns immer besonders. Hat mich auch gefreut, danke.
Bettina, wie geht's? Finale, sehr gutes Spiel für beide Mannschaften, aber ein bitteres Ende für euch. Ja, mei, also der Sport ist nicht alles im Leben. Wir haben leider zweimal den Sack nicht zumachen können. Normalerweise muss das 4-0 ausgehen. Aber wenn du einfach auf der letzten Kehr den Sack nicht zumachen kannst mit zwei Foren jetzt mal und einmal X, einmal verloren, also da, ja, ist meistens so, wenn du den Sack nicht zumachen kannst, kriegst du das. Also da, ja. Sind die kleinen Füller sofort bestraft worden am Schluss? Genau. Zweimal zwei fahren. Ja, genau. Weil einmal X genau. Und einmal dann. Genau. Ja, die Vornholzer nutzen jede Chance. Ja, das sind wir normalerweise auch, aber ja, heute hat es einfach nicht sein wollen und ja, wir sind jetzt nicht unzufrieden. Wir haben gestern schon ein schweres Spiel gehabt mit Innermanzing. Wir haben eine super tolle Saison gehabt, wir waren ungeschlagen und ja, also Finale kann, das ist einfach ein Tagesentscheid. Das ist ein Momentum und ja, aber wir sind nicht unzufrieden und ja. Ja, Vize-Staatsmeister ist ja auch nicht ohne, ist ja ein guter Titel. Es sind in Österreich doch einige sehr starke Mannschaften jetzt, wo sie jederzeit fähig sind, dass sie ein Staatsmeister werden. Das ist ja Innermanzing unheimlich stark und auch die Neuaufsteiger Botschaft Neukirchen spielt auch unheimlich stark. Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, man muss auch sagen, wir sind jetzt die einzige Mannschaft, die sich viermal fürs Final vorqualifiziert hat. Also wir haben unsere Stärken. Ja, es hat halt heute einfach nicht ganz gereicht, aber wir fahren jetzt nicht mit gesenktem Kopf heim. Also wir haben eine super Saison gehabt und ja. Nach dem Sommertraum voriges Jahr kann man den Vize-Staatsmeister auch mal nehmen. Genau, das stimmt. Dann alles Gute. Ja. Gratulation nochmal zum Vizemeister und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Ich freue mich, wenn ich euch wieder mal filmen darf. Ja, super. Danke.